So, und weiter geht's. Vorher müssen wir nochmal zu Clip, nach Clip hin. Zu diesem Geldwechsler. Typen. Um diese Goldduplon einzutauschen. Ja. Wo wartet er sein Haus? Hier? War's da? Oh Gott, schlechtes Gedächtnis. Nein, das war's nicht. Das war's auch nicht. Oh, dumme Katze. Was? Dummer Mann. Du bist alles. Nein. Nein, echt nicht, oder dieser Geldpixler-Typi sein Haus hat. Das lasse ich mal, der Kerl mag mich nicht, glaube ich. Okay, das war's auch nicht. Ach nee, das war davon. Stö und... Sarah, Kati, bla, keine Ahnung. Dann muss es das hier gewesen sein, oder? Ha, von... Tassam, habt ihr was für mich? Wir haben ein paar Dublonen. Golddublonen? Exakt. Die habt ihr wohl aus dem Hafenbecken geraubt, glaubt. Exakt. Ich gebe euch einen Taler für jede Dublone. Wie bitte das reine Goldwert pro Dublone beträgt mindestens 3 Taler? Wie du weißt, du kannst dir deine Dublone auch einschmeißen lassen, wenn du hier jemanden findest, der das macht. Ich habe Zeit. Ich weiß nicht, ob du die hast. Da hast du diese Dublone. Ja, weil es gibt keine Möglichkeit, die einzuschmelzen. Und wenn... Nein, ich suche jetzt nicht 1000 Jahre lang. Ich habe schon letztes Mal die Möglichkeit gesucht, aber ich habe auch keinen. Hier gibt's auch keinen Schmied oder sowas. Also mit so einem Ofen da, wo es einschmelzen könnte. Also das ist die einzige Möglichkeit, was man mit dem Duplo machen kann. So, jetzt haben wir alle Quests, glaube ich, erstmal gemacht und nun geht's zum Schluss. So. Seid gegrüßt, Reise. Ich bin Hauptmann Draconis. Der Tag neigt sich dem Ende zu und wir wollten eigentlich gerade die Pforte schließen. Und das tut uns leid, Herr Hauptmann, aber wir müssen dringend dem Baron sprechen. Der Baron empfängt um diese Zeit für gewöhnlich keine Gäste mehr. Warum geht es denn? Also, ich weiß nicht so recht. Beruhig dich, Wendy. Die Zeiten, in denen wir alles geheim halten mussten, sind zum Glück vorbei. Stimmt ja. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Geheimhaltung? Könnt ihr mir bitte genauer erklären, was eure Gefährte damit meint? Wir kommen gerade aus Duisburg. Wir haben Herzog Dankwart dabei geholfen, seinen Thron zurückzuerobern. Allerdings ist uns der schwarze Herzog Wanfried durch die Lampen gegangen. Wir vermuten, dass er sich zurzeit bei eurer Stadt versteckt. Wenn es wahr ist, was ihr sagt, wird Baron Davidoff euch mit Sicherheit sofort empfangen. Wo können wir den Baron finden? Direkt hier am Hauptgebäude. Tragt euer Anliegen einfach seinem Berater Grimor vor. Der wird sich dann um alles kümmern. Das ist aber mein hübsches Schloss. Nicht so düster, gruftig wie die anderen. Ich bin Grimor Schlangenzahn, Berater Barons Seraphin Davidoff von Schöppelbrunn. Sagt an, wer es euer Begehr ist. Mein Name ist Benny, wir sind im Auftrag Herzog Dankwart unterwegs und wünschen Baron Davidoff zu sprechen. Herzog Dankwart? Erzählt mir nichts, Bursche, der Herzog ist tot. Ist er nicht, er hat seinen Thron wieder bestiegen und uns mit einer wichtigen Nachricht an euren Herrn hierher gesandt. Das kann doch gar nicht sein, wartet hier einen Moment. Auf gleich mit eurer Behauptung zumindest recht. Unwahrscheinlich erscheint, werde ich dem Baron von eurer Geschichte berichten. Kommt morgen Mittag wieder vorbei, dann wird eure Ersuchung entschieden worden sein. Morgen Mittag aber ist es dringend und außerdem sind wir im Auftritt des Herzogs unterwegs. Der Mond ist ihm zum Gehorsam verpflichtet. Keineswegs laut kaiserlichem Edikt unterliegt Baron Davido. Ausschließlich im Befehl des Kaisers selbst. Hä, seit wann denn das? Seit der Machtübernahme des Thronräubers Wanfried von Düsterburg. Wie soll ich denn noch wiederholen? Wanfried ist abgesetzt, jetzt sitzt wieder der alte Herzog auf dem Thron. Das muss erst noch überprüft werden. Na gut, wir sehen uns morgen.
Ich fasse es nicht, warum muss vor jedem Hai, mit dem wir reden müssen, immer so ein Wachhund sitzen? Wir können doch nicht einfach so klein beigehen, wir haben einen Verschlusswarnfinger. Ja, du hast recht, wir müssen einen Weg finden, um Schöpfelbodenfestung nicht zu sprengen. Da war wieder mein geliebtes Lag. Tag hier Leute, ich bin Notorious und dazu verdonnert diese Woche Fortendienst zu schieben. Was kann ich für euch tun? Mach's gut. Ja, das ist irgendwie Magieakademie, das kann man erst mal verschieben. Muss doch einen Weg geben. Kein Durchgang. Es muss doch einen Weg geben. Habt ihr was an? Morgen kommt morgen wieder, habe ich gesagt. Da dürft ihr nicht durch. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ja. Vielleicht weiß er ja was hier. Das ist die einzige Person, die wir noch ansprechen können. Das geht wahrscheinlich, wie ist es denn gelaufen? Überhaupt nicht. Schlangenzahn hat sich geweigert, den Baron zu benachrichtigen. Tatsächlich, das ist das. Ist der noch. Dennoch bei Sinnen, derartige Neuigkeiten müssen immer unverzüglich mitgeteilt werden. Normalerweise wird man euch ohne Grimmos Empfehlung nicht zum Baron lassen. Die Schlange hat ihn Mürri um den Finger gewickelt. Aber wir müssen unbedingt zum Baron. Wartfried hat ein kleines Kind in seiner Gewalt. Ein Kind? Unsere Tochter. Jetzt reicht es, ich werde euch helfen, wenn es meine Stellung kostet. Was können wir tun? Dieser Schlangenzahn lässt nicht mit sich reden. Ich finde es auffällig, dass er sich so gegen alle Vernunft stellt. Ich glaube kaum, dass der Baron einen Trottel zum Berater ernennt. Wie meint ihr das? Ich denke, dass Grimmauer beauftragt wurde, um uns abzuweisen. Von Warnfried? Von wem denn sonst? Es wird schwer sein, ihnen das nachzuweisen. Er wird es wohl kaum aus reiner Freundlichkeit getan haben. Vielleicht können wir in seinen Privatgewächern einen Hinweis finden. Rede von Einbruch oder so? Nun, das würde mich mit Sicherheit meine Stellung kosten. Wenn ihr uns nicht helft, macht ihr euch selbst zum Handlanger des Blutsaugers. Ihr habt eine geschmeidige Zunge, mein Herr, aber ihr habt recht, ich werde euch zu Grimmauers Zimmer führen. Alter. Wir müssen zurück ins Hauptgebäude. Von dort aus kommen wir zu den Quartieren. Hätten wir jetzt mal. Hä, seit wann ist Tario? Ah, nee, die Reihenfolge hat sich schon wieder geändert. Ey, das ist doch. Wir müssen den Korridor auf der rechten Seite. Kein Durchgang. Aus dem Weg, Kunibert. Die gehören zu mir. Oh, sind hier viele Bilder. Das Zimmer hier? Hier sind wir. Ich schlage vor, dass ihr reingeht und nach Hinweisen sucht. Ich halte hier die Draußenwaren. Wir stehen tief in eurer Schuld. Gern geschehen. Ich konnte diese Schlange noch nicht leiden, aber jetzt bleibt euch. Schnell speichern hier. Weil man hat nur wenig Zeit irgendwie. Falls wir zu langsam sind. Ohne Streitaxt. Streitaxt nehmen. Und die Rüstung. Hey, der sieht ja gut aus, der Harnisch. Der Fass ist aber ja wertlos. Durchsuchen. Hey, in deiner Tasche steckt ein Schlüssel. Einen Schlüssel gefunden. Was war das für ein Geräusch? Da kommt wer. Hallo Darkoles. Ah, habt ihr auch bald Zapfenstreich? Herr Schlangenzahn, ich muss kurz mit euch sprechen. Hat das nicht bis morgen tätig? Ich hatte einen Handtag und bin müde. Nein, leider nicht. Es ist wirklich dringend. Worum geht es denn? Also um die Wacheinteilung in den nächsten Wochen. Wacheinteilung? Was denn habe ich mit euren Wachen zu tun? Jede Menge Gold. Muss gar nicht, dass ein solches Amt dermaßen viel Kohle einbringt. Ich steck das mal ein. Moment mal, zwischen dem Müssen liegt ein Schlüssel. Ein Schlüssel gefunden. Der ist bestimmt für die kleine Kiste. Hey, da ist ein Brief drin.
steht denn da drin? Brief, Brief, schnell, schnell, schnell. Grimo, jetzt ist es an der Zeit, sich an eure Verpflichtung mir gegenüber zu erinnern. Ihr müsstet euch... Hä? Ihr messet euch schon seit Jahren an meinem Geld. Nun löst eure Schuld ein. In den nächsten Tagen werden euch ein paar Leute aufsuchen, um den Baron meinetwegen zu sprechen. Es muss unter allen Umständen verhindert werden, dass sie vorgelassen werden. Enttäuscht mich und ihr werdet mein Zorn zu spüren bekommen. Wartfried. PS an Mai eine Letztzahlung für eure Dienste. Meldet euch mit eurem obskuren Anliegen doch morgen beim Herzog. Ich für meinen Teil will nichts mehr davon hören. Wie ihr wünscht. Was zur Hölle macht ihr in meinem Gemächern? Der Falten vorhin schien etwas merkwürdig, Herr Schlangenzahn. Wir haben uns erlaubt, uns ein wenig bei euch umzusehen. Seid ihr das Wahnsinns, fette Beute? Ich werde euch in den tiefsten Kecker werfen lassen. Dann ruft doch die Wachen. Ich denke, die dürften sich sehr für den Brief interessieren, den wir hier mit euren Habseligkeiten gefunden haben. Hat hier jemand nach den Wachen gerufen? Ah, Hauptmann Draconis, ihr kommt gerade im rechten Augenblick, um diesen Verräter zu verhaften. Er paktiert mit Herzog Warnfried. Das ist unerhört, das könnt ihr nie beweisen. Wenn ein gesiegelter Brief des Schwarzen Herzogs nicht Beweis genug ist... Ich hab's für erst genug gehört. Immer, ich nehme euch hier mit in Haft wegen Verdachts auf Hochverrat. Haha. Fail. Mein Fürst, das sind Gwenny und seine Gefährten. Sie kommen im Auftrag Herzog Dankwart zu uns und erbitten euer Gehör. Es freut mich über alle Maßen zu hören, dass mein alter Freund Dankwart noch am Leben und wieder im Amt ist. Ich will euch anhören, Herr Gwenny, seid unbesorgt. Aber zuvor möchte ich noch ein paar Worte mit meinem Berater wechseln. Da ist er, der Mann, der euch seit Jahren hintergangen hat, der seinen Fürsten und seine Seele an den Schwarzen Herzog verkauft hat. Gwenny kommt in... konnte in Grimors Quartier in einer Schreiben Herzog Manfred sicherstellen. Er weiß, dass Grimor schon früher in dessen Sold stand. Grimor, was habt ihr zu dieser Anschuldigung zu sagen? Das ist eine Verschwörung, euer Wohlgeborenen. Traut diesen Leuten nicht. Vielleicht hatten sie ja selbst im Auftrag Herzog Manfred. Das glaube ich nicht, Grimor. Hauptmann Draconis hat mir eine Empfehlung schreiben ausgehändigt. Gesiegelt von Herzog Dankwart persönlich. Und ich kenne seine Handschrift wie meine eigene. Dann ist es müßig, euch überzeugen zu wollen. Ihr glaubt mir ja doch nicht. Ihr werdet euch an meine Warnung erinnern, wenn der Schwarze Herzog seine Zähne in euren Hals schlägt. Hauptmann, schafft diese Schlange aus meinen Augen. Bitte wartet dann mit noch einen Moment. Wir würden die Verräter gerne noch weiter befragen. Das solltet ihr gerne tun, Herr Gwenny, aber zuvor wünsche ich, dass ihr mir den genauen Grund eures Hierseins benennt. Der Hauptmann hat mir zwar bereits erzählt, was ihr ihm berichtet habt, aber ich weiß immer noch nicht, auf welche Weise ich euch helfen kann. Natürlich, Eminenz. Wir befürchten, dass Wanfried plant, auf einem Schiff des Landes, auf einem Schiff das Land zu verlassen lassen. Muss unbedingt verhindert werden. Deshalb wollten wir euch bitten, den Schiffsverkehr fürs Erste zu unterbinden. Ich spreche von einem Embargo. Ich hoffe, ihr seid euch darüber im Klaren, dass Königsberg eine Handelsstadt. Sie sind auf den Seehafen angewiesen. Das verstehen wir natürlich hochwürdig, aber es wäre ja auch nicht für lange nur, bis wir Wanfried gefunden haben. In Ordnung, Herr Gwenny. Ich gebe euch 4 Tage. Danach würden mich die Händler wahrscheinlich eigentlich nicht blockieren. Vielen Dank, Hochwohlgeboren. Wir werden uns beeilen. Hauptmann, nehmt euch ein paar Meter und begibt euch unverzüglich zum Hafen. Fährt unter allen Umständen, dass auch nur ein einziges Schiff ausbricht. Jawohl, mein Fürst. Jetzt dürft ihr Gwenny befragen. Also Gwenny, jetzt hör mal gut zu. Bevor wir dem fragen, gibt's einen kurzen Cut. Bis gleich.